Moin Leute, heute komme ich nicht so hoch mit der Stimme. Willkommen zurück zur Rückrunde IPL, 6. Spieltag gegen Vinz. Ihr hört's schon, ich bin krank, huste ich und ja, das ist ja alles, was ich dazu sagen kann. Team, das wir heute dabei haben, ich gehe ganz kurz drüber. Das Matchup ist deutlich besser als in der Hinrunde, weil Vinz aus irgendeinem Grund seinen Lando abgeworfen hat. Dafür jetzt Zygarde, aber ja, das kann natürlich auch gefährlich werden und uns sweepen, aber schau mal. Wir haben Zapdos dabei mit Bulk und speziellem Bulk und aber auch ein bisschen offensiv, also halb mehr defensiv als offensiv, aber ja, mit Boots natürlich. Wir haben wieder unser Neuwand dabei, weil es das schnellste Mann auf dem Feld ist mit Dragonfang und wieder eigentlich den gleichen Moves wie in der Hinrunde, das hat einfach so gut ausgesehen. Wir haben ein Chesto Resto Branavaz dabei, full defensiv mit spezieller und physischer Coverage. Wir haben ein defensives Tangela dabei, das aber auch ein bisschen spezielles Investment hat, um gegen Zygarde noch besser durchzuhalten, falls es wirklich diese Sludge Wave dabei hat. Ein E-Belt, Lycanroc Dusk, Adamant und ein eher offensives Eggy. Ist aber auch so halb-halb, also eigentlich kompletter Bulk, also HP, dann ein bisschen physisches Attack Investment, dann haben wir aber das Wesen auf der speziellen Seite. Und dann je nachdem immer noch ein bisschen defensives Investment. Ja, was erwarte ich bei ihm? Zygarde, Libalo und keine Ahnung. Ich muss sagen, wir haben Zygarde, das wundert mich nicht. Ah ja, genau, Tyranitar natürlich. Despotar. Dann haben wir Weezing, das habe ich irgendwie auch erwartet, diesmal. Aber da scheint doch Panzeron hat er auch dabei, okay, spannend, der Quana. Oh, er hat sein Bisbug nicht dabei, das ist ziemlich gut. Das ist wirklich gut. Und sein Kikli auch nicht, das ist doppelt gut. Da bin ich gerade froh, dass ich Akani doch nicht mitgenommen habe, weil ich habe überlegt, ob ich Akani mitnehme. Nur damit wir quasi, damit wir was haben gegen das Kikli. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ja Akani nicht so dringend brauche in dem Fight. Wobei Akani an sich natürlich gut ausgesehen hätte. Aber ja. Zapdos sieht hier ziemlich insane aus. Was habe ich nochmal für Moves auf Zapdos? Ich habe, glaube ich, Arcan drauf. Ne? Ja, ich habe nur keine U-Turn drauf diesmal. Zapdos ist ziemlich insane. Und so wie das letzte Mal, wir können immer mit dem hier leaden. Weil wir durchaus da gar kein Problem haben. Selbst wenn... Ne, wir haben einfach kein Problem. Wir können gegen alles was drücken, gegen Zygarde drücke ich sofort Draco und da kommt halt wahrscheinlich Weezing rein. Gegen Weezing habe ich aber die Psychic dabei, gegen Silvaro habe ich sonst noch den Flamethrower und ja, ist eigentlich immer nice. Das ist halt die Frage, was er spielt. Falls euch meine Stimme abfuckt heute, müsst ihr leider bei Vinz schauen, aber ich bin ziemlich am Arsch. Also, was heißt ziemlich am Arsch? Es geht mir jetzt nicht mega schlecht oder so, aber ihr hört es, meine Stimme ist halt am Arsch. Und ich habe Husten und ich habe ein bisschen Schnupfen. Schnupfen habe ich hauptsächlich, wenn ich draußen bin. Das ist genau das Ding. Es ist in Ordnung. Weil wir können gleich mal scouten, was er hier dabei hat. Beulenhelm passt, er kann Spikes legen, das wäre mir aber komplett wurscht. Wir drücken instant Flammenwurf. Weil, egal was reinkommt, ja, Flammenwurf. Ist mir ziemlich wurscht. Das Ding kriegt guten Schaden und deshalb ist mir das eigentlich auch ziemlich egal. Er kann, glaube ich, auch gar nicht. Er kann mich toxen, aber das juckt mich nicht. Er kann rocken, aber das juckt mich nicht. Also zumindest jetzt mal nicht. Er geht in Kunigunde. Ist das Weezing? Nee, das ist Arcana. Er hat den Flamethrower schon prediktet. Das ist fein. Da kann ich U-Turn und in Seismitoad gehen. Seismitoad ist so ein bisschen mein Switcherin. Wir gehen. Ah, ich hab den. Das kann schon das erste Missplay gewesen sein. Weil eigentlich war mein Plan mit Uhafnir die Scarves zu wiechen.
wenn er jetzt einen Scarf Aquana spielt, dann habe ich an der Stelle misplayed. Ich hätte hart rausgehen sollen. Oh, zum Glück. Ich hatte echt schon Schiss. Ja, Panzereron kommt bedingt. Warte, was wollen wir? Wir wollen Granaratz. Panzereron abwollen. Halten wir gleich mal auf. Natürlich hat er Panzereron dabei. Stimmt, muss er ja dabei haben wegen Ding. Toxin kommt. Ja, das war mir klar. Das juckt mir aber eher weniger. Und jetzt ist eigentlich immer Knockoff ein guter Play, oder? Hat keine Lefties auf dem Ding. Was hat er denn dann auf dem Ding? Hat er auch Chest to Wrestle? Sehr witzig. Ich hab keinen Knockoff. Was schickt er gegen eine Blattgeißel rein? Eigentlich sein Silvaro. Aber er muss Angst vor dem Knockoff haben. Ich geh sonst einfach auf Blattgeißel, ganz ehrlich. Ich kann gegen Silvaro eh nicht viel machen. Boah, Blattgeißel. Toxic schreibe ich mir mal auf. Und keine Lefties. Auf wen hat er dann die Lefties? Ah, auf Zygarde. Ja, ja, der spielt safe auf Zygarde, das Subset. Sub-DD, probably. So. Wahrscheinlich überlegt er gerade, was ich ihm machen kann. Er weiß, Blattgeißel und so. Vielleicht vergisst das. Kann auch sein. Und wished. Dann kann ich aber auf einen Protect theoretisch in Zapdos gehen. Ich bin nur froh, dass ich das Toxic auf Granavatz habe und nicht auf Zapdos. Er geht auch raus. Das ist fein. Jürgen! Er geht trotzdem möglichen Knockoff rein. Boah, der Weakness Policy auf dem Ding oder was? Möglich, möglich, aber. Hätte ich Knockoff, hätte ich immer Knockoff gedrückt, aber ich habe ihn nicht. Deswegen habe ich ihn auch nicht gedrückt. Lol. Und jetzt ist mein Play immer Zapdos. Eigentlich. Ja, doch, gegen das Ding ist Zapdos mein Play. Zur aktuellen Tabellensituation. Schmock ist momentan punktgleich mit uns. Und die Sache ist, dass, wenn der die letzten zwei Spieltage gewinnt, können wir ihn sowieso nicht mehr einholen und sind zweiter Platz. Außer wir verlieren dann noch irgendwas. Kann auch sein, dass wir dann nicht mehr zweiter Platz sind. Ansonsten, ja, wenn Schmock ein Game verliert, müssen wir, jetzt muss ich kurz kalken dann, Spukball macht. Das ist kein Spex, das sind 60 Damage, das sollte kein Spex sein. Ich rede gleich weiter. Decidueye, oh mein Spex, 60 Damage. Nee, das ist kein Spex. Das ist einfach nur speziell. Ich glaube, was schickt er denn den Orkan rein? Probably Tyranitar. Ich dann einfach mal Donnerblitzen. Das macht eh keinen Schaden. Dann nehme ich doch lieber die HP. Wenn der ein Match verliert, der Schmock, dann können wir es noch schaffen, wenn wir beide Matches gewinnen. Jetzt kommt der Pisser. Na gut, okay, da hätte ich sowieso nicht viel machen können. Und ansonsten, wenn der beide Matches gewinnt, ist es sowieso RIP. So, der würde jetzt probably irgendeinen Blödsinn machen, aber ich kann eigentlich immer in den gehen. Ich habe auch... Ja, ich wollte noch was auf Showdown ausprobieren, genau. Eigentlich. Ich habe auch eigentlich so ein Set dabei, das mir theoretisch das Zygarde gegen Tangela kein Problem macht. Außer er spielt sehr speziell, aber dann ist es nicht so physisch. Dann kann ich wieder Ding reinholen. Also... Er braucht eigentlich eh ein bestimmtes Moveset, um mir irgendwie Schaden zu machen. Also er braucht Zap, er braucht DD, er braucht 1000 Pfeile und er braucht die Sludge Wave. Also die wie heißt denn die auf Deutsch, die Sludge Wave? Schlammwoge, genau. Das Moveset braucht er. Und er geht jetzt schon auf DD, das ist fein. Das heißt, er ist... So. DD. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir? Wollen wir mit Plage ihn ein bisschen nerven oder wollen wir fluchen? Weil Fluch ist immer geil. Oder wollen wir Giga drainen, um direkt ein bisschen zu recovern? Gegen das. Oder will ich ihm die. Ah, wobei er kann. Ich gehe mal auf Gigasauger, falls er jetzt zappt. Ich habe eigentlich so. Er hat die Schlammwoge dabei, ja. Ist fein. Wie viel spezielles Investment hast du? Nicht genug.
genau deshalb habe ich spezielles Investment in Tangela reingehauen, um dem entgegenzuwirken. Und das sollten ungefähr 25% sein, glaube ich. Oh, der hat auch keine Lefties, das ist ja spannend. Gut, das heißt aber theoretisch, dass wir weiter Giga drainen können. Ja, das machen wir auch. Weil er wird sehr viel Schaden bekommen, tatsächlich. Und danach kann... Ja, klar ist er schneller als alles, aber ich kann Tangela, wenn es hart wird, einfach rausnehmen. Also rausholen, so. Und wieder rein. Und dann haben wir ein Drittel recovered und dann machen wir wieder was damit. So ist es nicht. Ich bin nur froh, dass ich Giga Drain gedrückt habe, war genau der richtige Play. Er geht weiter für Schlammburg, ist fein. Wenn er die Poison kriegt, ist halt mega kacke für uns. Dann muss ich nach dem nächsten raus. Ja, ich muss glaube ich sowieso nach dem nächsten raus. Weil der macht uns ungefähr 70 Schaden. Er ist jetzt schon auf Half-Life, also. Ja, er macht uns zu viel. Das stimmt. So, er wird denken, ich muss raus. Deswegen wird er jetzt, glaube ich, nicht nochmal Matsch-Ding drücken. Deswegen ist die Frage, wen wir hier am ehesten einfach schon mal weghauen. So gesehen. Und ich würde tatsächlich, glaube ich, am ehesten noch Durengard. Ah, Durengard. Durengard sieht gut aus in dem Match. Der sieht auch nicht so schlecht aus. Frage ist aber, Matschbombe drückt oder nicht? Albrana was? Ja, er killt mir auf plus 1 nicht. Aquana kann mir gar nichts. Aber da habe ich ein Problem gegen Despotar. Das stimmt. Ich glaube, da gehe ich dann eher noch in diesen Kopf. Ich meine, er wird es predikten. Wenn er es nicht prediktet, ist seltsam. So. Schreibt mir Sludge Wave auf. Aber der hat wirklich auf keinem Mon, wo ich es erwartet habe, die Lefties drauf. Das finde ich sehr spannend. Am wenigsten gesehen, dass ich jetzt nie auf die Stimme gehe. Klar ist Setup und so immer gefährlich. Kann man nichts sagen. Und das geht er. 1000 Pfeile. Ja, hat er eh richtig prediktet. Geht mich aber nicht. Und genau das war auch so der Plan dahinter. So, jetzt ist die Frage, will das predikten, will das nicht predikten. Hat er gut gemacht. Ich meine, es war auch obvious, dass ich rausgehe. Ich hätte auch einfach auf den gehen können. Also, das Ding kann ich auch theoretisch einfach abwerfen. Aber ich kann einmal Königsschilden für noch mehr Mindgames. Oder? Oder er denkt jetzt, ich gehe wieder raus und will mich predikten. Aber er verliert halt nichts dran, so, ne? Wobei Tangela dann wieder guten Damage macht. Also eigentlich ist es mein Play, Durengard abzuwerfen. Und ich gehe, glaube ich, einfach auf den Spuckball, weil der gut Damage macht. Oder ich gehe einfach aufs Königsschild. Oder Didit nochmal. Das kann auch passieren. Und dann hätte ich, glaube ich, lieber den Damage drauf. Und was macht er? Ja, 1000 Pfeile ist sein Play so. Er hatte genau das Ding dabei. Also ich glaube, er hat auch noch einen Drachenmove oder so. I don't know. Auf jeden Fall hat das Ding halt einen Kill. Ja, und jetzt muss ich wieder in das Ding gehen. Und die Gasauger drücken. Kann sein, dass ich zwei Monster an dem verliere. Ich weiß nicht, ob er den Sub dabei hat. Er hat keine Lefties drauf, also hat er wahrscheinlich auch keinen Sub drauf. Gut, Gigasauger. Aber ich bin froh, dass ich Tangela genauso ausgelegt habe. Weil, wenn... Ja, da kommt es dann drauf an. Ich meine sogar, der hat jetzt mein Durengard gekillt, das ist fein. Also, Durengard wäre sowieso eigentlich immer von Arcana geblockt worden. Und von, nee, von Despotar nicht unbedingt. Willst du eigentlich nicht reinschicken. Aber ist schon in Ordnung. 1000 Pfeile sind halt, ja, der Flimmer. Da macht man nichts. Ich habe halt außer Tangela nichts und leider hat es eine Giftattacke. Das ist echt blöde. Aber ich bin schon zufrieden, dass ich Tangela überhaupt habe. Da gibt es nichts zu jammern. Aber Tangela sieht actually ziemlich nice aus in dem Match, wenn Silvaro und Weezing wechseln. Tatsächlich. Und zu Garde mit. Er geht raus. In was geht er? In Skarmory. Will der mich... Ja, gut, Toxic darf ich natürlich nicht riskieren auf den. Auf Tangela. Habe ich die sowieso raus, weil ich eigentlich kein Problem damit habe. Und wir gehen in Zapdos, weil Zapdos ist gut dagegen. Und dann ist Tangela wieder voll und kann locker in Zygarde reinkommen. Das ist relativ nice. Soweit ich weiß, sind 1000 Pfeile auch nicht sofort sehr effektiv gegen Zapdos, also kann ich theoretisch sogar eine Runde drin bleiben.
Ist natürlich die Frage, was er machen will. Aber ich habe in Tangela einfach keinen einzigen guten Move. Gegen das Ding. Klar, ich könnte jetzt irgendwie versuchen, mich mit Fluch zu setupen, aber das wäre nicht. Das wäre nicht der Play. Weil das Ding hat wahrscheinlich Toxin oder Tarnsteine oder sonst irgendwas, ja. Er wird rausgehen. Und wahrscheinlich ein Despota oder sowas. Aber ich defogge einfach sofort. Ja, ich defogge sofort. Weil alles andere sehe ich nicht. Er würde eh rausgehen. Aber ich habe sowieso überhaupt keinen Grund, mit Zapdos nicht da reinzugehen. Und dann ist natürlich die Frage zu Garde, kriegt von von mir ist Dragon Dance. Ja, Hurricane macht gut Schaden gegen Zygarde. Also da würde ich dann sogar drin bleiben und einfach Orkan drücken. Wenn er jetzt in Zygarde geht. Weil ich halt einfach überhaupt keinen Grund habe, das nicht zu drücken. Weil er kann mich mit 1000 Arrows nicht killen. Ohne Mucke, also ich höre mittlerweile nicht mehr die Musik währenddessen. Also gar nicht warum. Aber irgendwie hat's was. Es ist schön ruhig. Ich kann mich vielleicht sogar ein bisschen besser konzentrieren. Aber das ist nicht sicher. Achso, ich kann mal Rocks aufschreiben bei Verehrung. Ja, das auch rausgeht, ist natürlich klar. Geht wieder ein Siegfried. Ich weiß, dass ich das erreicht, was ich wollte. Wir können ihn nämlich mit dem Hurricane killen. Muss keine Roll sein, der ist ungefähr 50% so. Halt je nachdem, wie viel HP-Investment gespielt natürlich. Aber Hurricane kann killen. Muss aber nicht. Und wir probieren es aus. Jetzt sehen wir auch gleich mal, wer schneller ist. Ich denke, er ist schneller, weil er durchaus genug Speed-Investment fahren wird. Muss er aber nicht. Theoretisch reicht es ihm auf so zu spielen, dass er auf plus 1 alles outspeedet. Also muss er jetzt so normal nicht unbedingt schneller sein. Das ist die Frage. Der Hurricane hittet jetzt auch wahrscheinlicher. Er ist trotzdem schneller. Er hat direkt Tangela predicted, das ist fein. Das heißt, wir können easy mit Zapdos drin bleiben. Crit. Er crittet mich einfach weg. Hurricane kommt. Bam. Und das Ding's down. Perfekt. Cool. Zapdos hat einen Kill. Zygarde ist raus. Sehr stark. Zapdos hat einen Kill. Mega cool. Zygarde ist raus. Damit ist Tangela jetzt offiziell nicht mehr so wichtig. Wobei es gegen Despota jetzt unglaublich gut aussieht. Und gegen Panzerion, wenn ich mich setupen kann. Ah, wobei wir kriegen das Ding einfach nicht down. Aber Zapdos werde ich behalten. Allein schon gegen Aquana und gegen Silvaro und gegen Panzerion. Gegen die drei ist Zapdos. Die drei macht Zapdos alleine fertig. Das heißt, solange ich Zapdos habe, er muss jetzt halt Weezing oder Despota reinschicken. Und ich fühle Weezing überhaupt nicht. Und es muss eigentlich Despota kommen. Das ist so die Sache. In Weezing habe ich natürlich keine guten Switch-ins mehr. Aber Branawatz kann ich theoretisch reinholen. Und in den kann ich auch Branawatz reinholen. Kann dann resten, theoretisch. Kriegt dann auch kein Sandsturm-Damage, also gleich doppelt gut. Und kann eigentlich mit Branawatz dann immer scalden. So gesehen. Gut, ich gehe in Branawatz. Ich kann auch in den gehen. Weil ich dann theoretisch einfach knocken kann. Es kann, glaube ich, Flammenwurf, ne? Ich gehe in Branawatz. Branawatz brauche ich gegen Aquana. Wobei ich auch noch Tangela und Zapdos habe. Aber dass Zygarde raus ist, ist schon mal ziemlich gut. Das heißt, wir werden nicht gesweet, weil ich nicht glaube, dass er sonst noch irgendein Setup-Setter dabei hat. Es kann aber sein. Darf man nie unterschätzen. Vielleicht ist das ja jetzt irgendein Kack oder so. Aber das ist noch mein Setup. Ich glaube, der ist Weakness Policy. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, muss ich sagen. Ich will den eigentlich nicht speziell angreifen. Vor allem will ich ihn gar nicht sehr effektiv angreifen. Aber ich habe nur sehr effektive Moves. Ich habe keinen Knockoff dabei. Das ist das Blöde. Aber wenn der physisch ist, ist Tangela eigentlich trotzdem mega gut. Will ich erstmal resten, damit ich full bin? Oder will ich direkt mal gucken, was ich so an Schaden mache? Weil Scald ist gemein, kann burnen. Aber ich glaube, ich reste erstmal, um das Toxic loszuwerden. Weil er wird mich auch einmal hitten, wahrscheinlich. Er spielt halt wirklich komplettes Setup-Scheiße. Fühl mich schon, als würde ich gegen Herbie kämpfen. Das ist echt krass. Da geht nochmal für die. Ja, ich muss seine Weakness Policy fast triggern. Das ist das. Wobei, muss ich eigentlich nicht, oder? Wenn der Flammenwurf dabei hat und ich bringe ihn auf plus 2 Spätz-Attack, wäre das ziemlich kacke, ja. Aber
wenn ich ihm die Weakness Policy abschlage, dann kann der nicht, wenn ich ihm die Weakness Policy abschlage, dann kann der nicht auf plus 2 gehen. Für Spätz Attack. Tyranitar. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Sehen wir das? Der hat 95er Spätz Attack, Flamethrower macht. Ohne Investment. Actually sogar ziemlich viel. Ja, wenn er Flamethrower dabei hat, dann war es das, glaube ich, bestimmt. Also, Talk. Das ist die Frage, was er erwartet. Ich würde halt echt gern zuerst knocken. Weil der hat probably die Weakness Policy. Denke ich mal. Ich meine, es ist gut, dass er das Setup so etablieren kann. Und diese ganzen Dragon Dance User in seinem Team sind echt gefährlich. Aber wenn der jetzt wirklich Flammenwurf noch dabei hat, ich glaube, dann ist es vorbei. Knirscher kommt. Macht auch schon gut Damage. Ja, ja. Damage. Und jetzt würde ich echt gern für einen Knock gehen. Ich gehe jetzt auch für einen Knock. Ich habe keinen Bock, dass der irgendwie eine Weakness Policy hat. Weil vielleicht hat er wirklich den Flammenwurf jetzt dabei und killt mich. Und dann war's das, glaube ich. Dann ist das, glaube ich, ein knackiges 5-0. Na, Feuersturm. Na gut, dann war's das. Dann war's das. Jetzt hätte ich echt gern Sash. Einen Sash auf Ding. Einen Sash auf Wolverock. Ja, ich glaube, das war's. Hat Vince gut gespielt. 5-0. Ich sehe nicht, wie wir daran jetzt noch vorbeikommen. Außer wir burnen den. Ja, ich muss auf den Burn hoffen, anders geht's nicht mehr. Sonst nimmt er mich hier hops, hat er auch gut gemacht. Zweimal Dragon Dance habe ich nicht erwartet. Ja. Dann können wir uns wenigstens im letzten Kampf zurücklehnen, weil wir dann absolut kein Problem mehr haben. Weil wir dann sowieso nicht gewinnen können. Das ist dann noch das andere. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich aufs Gold gehen soll, um den Burn quasi zu fischen. Aber, ja. Knirscher wird wahrscheinlich jetzt schon mega viel Schaden machen. Jetzt schon 50%. Ja gut, das heißt, wenn der nicht burnt, dann war's das. Ich glaube, der ist... Ja, Weakness Policy. Ich hab's gewusst, ich wollte es auch abschlagen, aber hat nicht funktioniert. Und Feuersturm ist natürlich strong. Er ist auf plus 2 Init, nichts outspeedet dem. Und der wird mich jetzt einfach hops nehmen. Hätte doch vielleicht eher für Erdbeben gehen sollen, oder wie? Hätte auch nicht gekillt. Aber vielleicht mit der Prio? War es dann ein Missplay? Wenn wir zuerst kalken sollen? Die Q hätte ungefähr Half-Life gemacht und Lycanroc dann. Nee. Hätte nicht gekillt. Also an der Stelle hat er gut gespielt. War 5, ist 5-0. Echt krass, wie Setup mir immer Probleme macht. Aber ich weiß auch nie, was ich dagegen machen soll. Also ich habe diese Sets auch, also Dragon Dance, Tyranitar, ja. Aber ich habe auch irgendwie so dieses, also Tyranitar generell ist halt mega strong gegen mich. Ich glaube, der wird mich halt einfach one-shotten, oder? Ja, der ist auf plus 4, der wird mich natürlich one-shotten. Frage ist, will ich jetzt noch irgendwie Schadensbegrenzung machen, indem ich jetzt Turbofelsen drücke und danach hoffe, dass die Steinkante misst? Weil den Rest übernimmt Zapdos. Wie viel Speed haben wir da? Safe, so viel Speed haben wir drin, dass er mich killt. Ich hab Turbofelsen. Aber Angst hat vom Sash, keine Ahnung. Ah, dafür hat er Felswurf dabei, okay, krass. Er kann auch missen. Just saying. Er kann missen. Schauen wir mal, ob uns das Glück hold ist und ob der nächste Felswurf misst. Weil wenn nicht, dann war's das. Dann hat er es gut geplayed. 5-0. Hat er sauber runtergespielt. Kann ich nichts sagen. So. Ich meine, warum soll ich? Muss das anerkennen. Aber ich habe momentan einfach überhaupt keine Zeit für irgendwelche Teambuildings und whatever. Gut, es ist nicht so, dass ich gar keine Zeit reingesteckt habe, aber jetzt natürlich zu viel. Aber Setup ist halt auch generell gegen mein Team gefühlt mega strong. Akani hätte mit Brille ja auch gar nichts gemacht, weil der Typ sich halt immer Setup
und quasi nichts dagegen tun muss. Das ist so das Ding. Ist halt gut für ihn, natürlich. Keine Frage. Ja, vielleicht misst er jetzt. Oder nicht. Damit 5-0. GG wins. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Setup ist einfach irgendwie eine Schwäche von mir. Ich weiß nicht. Hätte ich. Ich glaube aber gegen einen Dragon Dance Tyranitar hätte ich genau. Also ich hätte nichts im Team gehabt, wo mich das verhindern kann. Also das ist halt einfach ein brutal gutes Set gegen mich. Und ich weiß nicht, was ich dagegen hätte tun sollen. Selbst wenn ich mir jetzt nochmal so angucke, die Kader und so. Wenn ich die Kader hier habe. Ich habe im gesamten Team gar nichts. Also ich hätte vielleicht einen Scarfer mitnehmen können. Aber ja gut, für einen DD Tyranitar nehme ich keinen Scarf mit. Ansonsten nimmt er jedes meiner Mons halt damit hops. Also Tyranitar ist gegen mein Team halt einfach unglaublich gut. Vor allem noch mit dieser speziellen Feuer-Coverage. Ja, da mache ich halt nichts mehr. Hätte ich den Burn an der einen Stelle bekommen, wäre es natürlich noch anders ausgegangen. Oder hätte der Felswurf gemisst. Dann auch. Aber dann hätte ich mich auf Hex verlassen müssen. Das ist auch irgendwie lame. Ja. Grundsätzlich hat er gut gemacht. Ich glaube, er kann sich aber auch unter den ersten Platz jetzt nicht mehr holen. Damit wünsche ich Schmock schon mal einen guten Ligasieg. Weil ich nicht glaube, dass der noch ein Match verliert. Und als selbst wenn. Ich kann ihn nicht mehr einholen jetzt. Vince auch nicht. Seine Diff ist auch zu schlecht. Und dementsprechend kann ich Schmock schon mal gratulieren. Aber ja, Rückrunde war frustendes Fuck. Also wirklich. Schon nach den ersten zwei Matches hatte ich schon überhaupt keinen Bock mehr auf die Rückrunde. Aber ja. Ja, Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Da machen wir dann ein Fun-Match, würde ich sagen. Und wir sehen uns. Bis dann, sind wir uns.